Yo, hi und herzlich willkommen zum neuen Teil von unserem Let's Play Together Tackled mit dem altbekannten Chuck Norris Mavgo und einem neuen Bekannten, Davi MK, kurz genannt Markor LP. Ja, oder, das bin ich. Oder wie können wir dich nennen? Mark! Mark, alles klar. Das genau. Geht durch Bein und Mark nennt man das, war ja. So, wir haben Nacht. Durchs Rückenmark. Okay, du hast schon was gekriegt? Ja, genau. Die Grundausrüstung. Zum Sammeln und Tauschen in allen bunten Farben hier. Das ist nice. Von wem? Von Mavgo, ja? Ja. Der Döner. Ganz nett. Alles klar. Super. Hast du denn auch schon ein Bett gebastelt? Ah, nee. Soll ich mir ein Bett jagen? Die Frage ist, nee, brauchst du nicht unbedingt. Ich bastel dir mal kurz ein Bett. Wir sind ja gastfreundlich. Boah, das ist ja nett. Nee, ich habe keinen Bock zu warten, bis es endlich mal wieder Tag wird. So. Wo haben wir hier verkacktes Holz? Da haben wir Holz. Ich habe keinen Platz mehr. Ist ja zum Heulen. Okay. Dann können wir jetzt auch gleich wieder schlafen. Warum haben wir jemand Neues hier reingeholt? Weil wir denken, dass es gut ist. Und weil wir es können, richtig. So. Wir bauen mal hier ein neues Bett. Ich denke, das kann ich auch. Holz aufgesammelt. Hier. Neben Mavgo stellen. Riech meine Füße. Mist, Mavgo war schneller. Mm. Nice one. So. Ja, Wolle kann ich total gebrauchen. Ich habe es nur weggeschmissen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Jetzt packe ich es wieder weg. Da draußen verbrennt Zombies. Gut, wir machen mal kurz eben hier alles platt, also leer. Wir fangen jetzt an. Wir wollen heute noch viel erreichen, würde ich sagen, oder? Und zwar, was wollen wir erreichen? Wir haben hier unsere Elektro-Geschichte. Ich habe mich letztes Mal gewundert, warum der Macerator nicht funktioniert. Und warum funktioniert der Macerator nicht? Weil ich zu blöde war. Hier vorne gibt es den grünen Punkt und da hätte ich... Du hast mein Schwert. Oh, wie schade aber auch. Bitte schön. Danke. Warum funktioniert... Nein! Okay. Und heute Abend haben wir eine Spaßrunde. Ich baue jetzt mal den Macerator ab. Kann ich ihn hiermit abbauen? Nee, kann ich nicht. Oh, ich kann wenigstens ganz abbauen. So, leider ist die ganze Energie flöten gegangen. Aber man muss, damit man es mit dem Macerator verbinden kann, das hier oben an diesen mit dem Kabel verbinden. Jetzt ist folgendermaßen das ist so geregelt. Ich würde den Macerator gerne unter die Erde bringen. Wenn ich das mache, wird wahrscheinlich der Macerator komplett auseinanderfallen. Habe ich schon mal so in Tests gesehen. Dementsprechend ist es echt bekloppt, was ich jetzt gerade hier mache. Ah, ist egal. Ich werde es trotzdem versuchen. Oder ich werde es zumindest einfach erstmal nur den Macerator hier runterbauen. Nicht den Macerator, ich bin aber bescheuert, Mann. Die Bedbox runterbauen. Und dann gucken wir doch einfach mal. Was wir heute noch machen wollen, ist alternative Energiequellen nutzen, richtig? Genau, darum kümmere ich mich jetzt gerade. Du kümmerst dich? Ja, ich versuche gerade Materialien für eine Solarplatte. Eine was? Eine Solarplatte oder im Englischen. Ein Solarpanel? Genau, ich bin... Wenn du mein Zeug nicht siehst, weißt du, was ich habe. Ja, er ist super. Ja, also keine falschen Vorurteile. Aber auch keine richtigen. So, ich werde mal gucken, dass wir hier eine Kohle reinlegen. Wir wollen uns mal zeigen, wie das hier funktioniert. Hier sollte jetzt Energie produziert werden. Wird auch. Und man sieht, es wird auch direkt an den Macerator übertragen. Gut, beziehungsweise geht es hier unten wahrscheinlich in die Bedbox. Sie lädt langsam auf. Und er lädt auch vor allen Dingen schneller auf. Ne, nicht schneller auf, als der Macerator verbrauchen kann. Was packen wir in der Eisenerz, würde ich sagen, rein. Jetzt wird hier Eisen produziert und man sieht, ja, die Energie sinkt. Beharrlich, wahrscheinlich aber auch, weil die Kohle schon wieder alle ist. Alter Schwede. Jetzt will ich aber mal sehen, was ist ein Macerator? Verbraucht er mehr, als er aufgeladen bekommt? Nein. Die Bedbox kann sich aufladen, wenn der Generator, ich sag mal, befüllt wird und der Macerator läuft, reicht es trotzdem auf, um die Bedbox noch ein bisschen zu befüllen. Wäre jetzt natürlich cool, wenn wir ein bisschen Solarenergie noch haben. Was brauchst du denn für Solarenergie? Ich mache hier mir gerade das Refined Iron. Ja. Electric Furnace. Dann bräuchte ich noch
2 elektrische Schaltkreise und ansonsten hätte ich alles. Also den Generator brauchst du dafür, 3 Glasblöcke, 3 Coal Dusts und 2 elektrische Schaltkreise. Und für den Generator brauchst du wahrscheinlich auch das Metall, ne? Ja, ich gebe dir kurz die Sachen, die du gerade in den Macerator gesteckt hast, weil da steht jetzt gerade meine Kohle drin. Ah ja, okay, alles klar. Da kann man natürlich die Kohle das auch mitmachen mit dem Macerator, richtig? Ja, das so. Nee, ist alles vollkommen in Ordnung. Du bist total der Held. Ich werde dich trotzdem nochmal Kohle unten reinschmeißen, obwohl wir eigentlich Holz mit verfüttern sollten. Kohle ist echt schade, weil wir brauchen viel Kohle. Das war doch mit dem Macerator, oder? Was? Du hast nicht mit dem Macerator, wo man diesen Kohle das rausbekommt? Hast du doch gerade gemacht, oder? Ja, kommt der Kohle das raus. Kam kein Kohle das raus? Nein. Was? Was kam da raus? Nichts, er war einfach nur da drin. Moment. Wir beobachten mal. Entweder oder war es. Nee, das müsste aber der Macerator gewesen sein. Ich prüfe das gerade mal. Coal Dust brauchst du, ja. Klappt doch mit dem Coal Dust. Was hast du denn für ein Problem? Hast du Holzkohle genommen oder normal? Du hast normale Kohle genommen. Das funktioniert doch. Du musst das oben reinhauen und dann musst du warten, bis es rechts ausläuft. Na, mal gucken. Guck mal, ich habe jetzt schon ein Coal Dust hier. Und zweimal Coal Dust wird gerade noch produziert. Dreimal hast du gesagt, brauchst du, richtig? Ja. Gut, zweimal haben wir schon, aufs dritte müssen wir noch warten. Hier, Marco, kriegst du schon mal die ersten beiden. Mittlerweile funktioniert es auch so, Sachen rauszugeben. Hey, wir haben Holzboden, cool. Hey. Ich wusste, der ist so etwas nützlich. Ich habe es dir von Anfang an gesagt. Von Anfang an? Ich habe mich überrascht heute damit, weißt du. Hey, welche Skype-Nachricht kam jetzt gerade? Bei mir oder bei euch? Bei dir. Ah, scheiße. Hast du den letzten Kohl was auch genommen? Ja. Alles klar. Gut, er kann also sein Solarpanel bauen. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal weiter mit. Generator haben wir, Macerator haben wir, die Bedbox haben wir. Dann könnten wir einen elektrischen Ofen noch bauen. Aber was wir auch noch brauchen, um jetzt Rubber herzustellen. Und dann bräuchten wir auf jeden Fall noch den Extractor. Welches Kabel war es nochmal, welches man für eine RE-Batterie braucht? Das war isoliertes, oder? Ja, ja. Hast du ja. Noch ein? Nee, mach doch welches. Ja, ja, du kriegst welches. Warte hier. Wie viel brauchst du? So viel. Reichen 8 erstmal? Ja, das reicht auf jeden Fall. Okay, alles klar. Noch eine RE-Batterie. Extractor wollte ich mal machen. Hier haben wir einen Extractor, brauche ich einen Schaltkreis, einen Maschinenblock. Maschinenblock war aus 8 Eisen nur gewesen, ne? Für 3 Taps. Feindeisen. Der Maschinenblock aus wie Feindeisen? Ich meine schon. Ach stimmt, richtig. Refined Iron für, aha, 6 mal. Brauche ich auch noch Redstone. Uiuiuiuiui. Was ist denn das hier? Wo haben wir denn Redstone? Ach, da haben wir Redstone. Refined Iron haben wir. Haben wir noch irgendwo anders Refined Iron? Refined Iron habe ich noch 2, aber bräuchte ich jetzt. Ja, ist kein Problem, ist alles gar kein Ding. Ah ja. Ist in Ordnung, lass mich im Stich. Nein, schon okay. Gut, was können wir denn noch im Macerator machen? Eisenerz, würde ich sagen, produzieren wir noch. Die Bedbox hat noch Energie ein bisschen. Naja, es reicht gerade noch so. Solarpanel ist auf jeden Fall ganz wichtig. Damit es mit der Kohle irgendwie vernünftig hinhaut. Nicht zufällig noch 5 Kabel isoliert. Ne? Nee, tut mir leid. Ich habe keine 5 Kabel isoliert. Doch, warte mal kurz. Ich mache dir gerade mal neues, okay? Ja. Mann, was mache ich denn hier? Ey. Ich vertipp mich die ganze Zeit. So. 5 Stück, ja? Mhm. Bitteschön. Dankeschön. Okay. So, Refinion haben wir jetzt auch. Refined? Alter. Ich nerv das total mit dem Refined Iron. Ich komme da irgendwie nicht ganz so.
Ach, warum habe ich denn überhaupt mehr? Ich habe doch das genug gehabt, glaube ich, wa? Naja, Schaltkreis habe ich. Gut, dann brauchte ich... Aber doch, Refined Iron brauche ich ja noch mehr. Huhuhuhu. Wenn du das so sagst... Dann soll ich noch mal ein bisschen durchbrennen hier. Viermal Maschinenblock hast du. Gehe ich mal drauf. Der Maschinenblock, genau. Refined Iron brauche ich wirklich, in der Tat. 8 Stück. So, ich habe jetzt hier eine Solaranlage. Die werde ich dann... Warte. Wo wollen wir die hinstellen? Lass uns mal gucken, wo die hinstellen. Nach oben aufs Dach? Entweder hier vor oder oben aufs Dach, weil dort halt die meiste Sonne ist. Keine Bäume. Ja, ich würde jetzt sagen, bevor man da die ganze Zeit drauf trampelt, gerade die Creeper-technischen Geschichten. Ich habe jetzt keinen Bock, dass uns hier irgendwo ein Creeper irgendwie unsere Solarpanel hier zerstört. Hier ist Kohle. Oh, wäre kacke. So, sag mal, Marco. Mark. Ah, wo? Warum sprichst du nicht? keine Ahnung. Irgendwas musst du sagen. Ich würde sagen, wir buddeln uns hier runter, oder? Achso, naja, ich baue jetzt im Grunde eigentlich nur eine schöne Treppe für uns, mache die ganze Inneneinrichtung, weil ich habe vor der Aufnahme gehört, unser Schlafzimmer sieht so hässlich aus. Und damit das nicht nochmal vorkommt, habe ich mir gedacht, ach komm, baust du mal ein bisschen was hin, klatscht ein bisschen Holz hin und scheint ja gut anzukommen. Marfko, was machst du denn hier? Ich bin runtergefallen. Ja, aber doch nicht auf mich. Doch, auf mich. Honky Dong. Ja, hat wehgetan. hier ist es. Guck mal. Ja, von da oben könnten wir was runterbauen. Da brauchen wir viel Kabel, oder? Ja. Und wir brauchen noch irgendwas. Reicht es, wenn man die Solarpanel mit Kabeln zum Generator verbindet? Oder zur Bedbox, meine ich? Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Nee, okay. Mach das mal. Wir könnten aber auch irgendwann schlafen gehen, wenn irgendeiner meint, er müsste schlafen gehen. Alles ist dunkel und... Ja, ich platziere die kurz oben, fall dann runter und... Ja. Wenn ich sterbe, sauber und mühe ich die gleich auf. Heyo, 3 Taps brauche ich noch. Da brauche ich die hier. Okay. Ah, ich bin echt mal gespannt, wie das hier alles so... Also wenn wird. Du jetzt hier hoch... Ich habe die jetzt genau oben platziert. Wenn wir dann von der nach unten Kabel machen, müsste das klappen. Okay, dann probieren wir das einfach mal nachher aus irgendwie. Nachdem wir gepennt haben. Ja, ein Extractor habe ich jetzt wenigstens schon mal. Das ist schon mal schön. Die Items, habe ich die wieder aufgesammelt? Ich glaube ja. SP, kommst du schlafen? Jo, Alter, sofort, man. So, Strom ist drauf. Oh, ihr seid schon pennen. Ha! Gute Nacht mit 8. Ich bin wieder Erster, wie immer, natürlich. Naja, anstrengend war ich mit. Und ich muss mich mal anstrengen, dass ich das nicht vergesse. ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so eingeweiht hier. Und für Kabel, ich habe jetzt gerade einen Extractor gebaut. Ja, nee, ist gar kein Problem. Da werden wir jetzt gleich mal das Rubberholz nehmen. Und werden das zu Rubber verarbeiten. Weil das brauchen wir jetzt unbedingt für die Kabel. Ansonsten sind wir jetzt echt gleich bald blank. Und dann brauchen wir noch einen elektrischen Ofen. Alter Schwede, Mann. Ah, ganz schön viel. Ey, wirklich, oder? Guck mal, packen wir hier mal so ein bisschen Dust rein. Nee, wir brauchen Kohle. Wäre irgendjemand bereit, holzen zu gehen? Ich hab sowieso hier jetzt ein Bedrängnis nach Holz. Alles klar, wir brauchen jede Menge Natura-Holz. Keine Bretter, sondern richtig Holz, weil wir damit auch Kohle produzieren. Okay, kann ich machen. Ein Wald findest du am besten in die Richtung. Hier. Okay, dann guck ich mal nach. Aber holze bitte nicht die Bäume ab. Ich komm mal kurz mit, ich zeig dir mal was. Weißt du, welche die Rubberbäume sind, die Gummibäume? Das werde ich doch schon rausfinden, oder? Na, ja. Da ist man sich nicht so sicher. Nee, das kommt immer drauf an. Ach, nein, jetzt funktioniert mein Ich bin mal kurz mit dir mitgekommen hier. Also, ich lauf vor anscheinend. Ja. Eine Spinne. Die können wir uns doch holen. Ich bin auch lieb am Tag. Ich darf gerade nicht ganz so viel machen, denn ich habe 3 Herzen. Ich habe wenig Lust zu sterben. Du bist doch im Haus, oder?
Ja, deshalb kann ich auch leider nicht mitkommen. Nee, ist ja kein Ding, ich komme auch gleich wieder zurück. Ich will gerade mal einen Rubberbaum suchen hier. Hier, da hinten ist einer.